Und herzlich willkommen zu einer Runde Minecraft Bed Wars. Ich nehme das gerade früh am Morgen auf, deshalb höre ich mich noch so an. Entschuldigung dafür. Aber ich habe ein neues Mikrofon. Ja. Ah, endlich ohne Rausch, nur mit wenig Rausch. Ach, das ist so schön. Auf der Map Caravan. Eine 8x1er-Map. Ich bin in Blau. Und wie ihr wisst, muss man erstmal hier warten, bis man ein paar Blöcke hat, bevor man sich anfangen kann, in die Mitte zu bauen. Ich glaube, man braucht über einen Stack. Glaube ich jedenfalls. Ich hoffe, ich habe richtig gelegen. Vielleicht habe ich immer noch zu wenig. Das wäre nicht so geil, oh. So. Einer hat das Spiel verlassen. Das heißt, der wird schon mal für 5 Minuten gebannt. Ja, das ist ja neu hier, beziehungsweise wenn das Video kommt, ist es nicht mehr neu, dass man gebannt wird, 5 Minuten gebannt wird, wobei sich das voll lohnt, 5 Minuten, dass man für 5 Minuten gebannt wird, wenn man leftet. Oh Gott, reicht das? Ich hoffe mal, auf jeden Fall bin ich schnell genug. Warte mal, ich gucke mir mal in der Aufnahme an, wie viele Blöcke das waren, wenn es genau reicht. Dieser Sound ist immer noch zu laut. Nein! Verdammt. Verdammt, der Typ ist bei meinem Bett. Egal. No Bed Army. Dann schlägst du mich nicht runter. Nein. Nein, einfach nein. Ich schlag dich runter, wenn überhaupt. So, ich bin No Bed Army, aber scheiß drauf. Ich habe kein Bett, aber YOLO. Sowieso immer die spannendsten Runden, die ohne Bett. So. Mache ich mir noch die beste Brustplatte. Warte ich nochmal drauf, bis ich die beste Brustplatte machen kann. Und dann werde ich jeden zerstören, der Gold haben will oder zu mir, beziehungsweise oder mich töten möchte. Mist. Boah, das bringt's ja richtig, mein Freund. Verdammt. 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 Ja. Ja. Nach dem wievielten tausendsten Versuch hat's geklappt? Na, egal. Snacken die aber in der Mitte schön Gold. Das mag ich nicht. Das finde ich nicht so sexy von denen. Ja. Keine Ahnung. Ich glaube, ich laufe gleich einfach mal in die Mitte. So. Eine Sophie, hä? Nehme ich mit. Ich hoffe, der hat keinen Bogen. Das heißt, ich werde erstmal den vernichten. Der regt mich nämlich auf. Ah, ein Knüppel ist das, was ich vergessen habe. Ja, genau. Lauf einfach erstmal dahin. Der hat sein Bett gar nicht eingebaut. Okay, down. Down, down, down. So, was könnte ich mir noch mit Eisen holen? Genau, am besten Schnelligkeitstrank. Hab ich gerade einfach überskippt? Ah, nee. Boah, ich bin so dämlich. Ah, Blöcke brauche ich auch noch. Und was brauche ich noch? Sophia, das könnte ich mir holen. Wie gesagt, ich sage es jetzt öfter dazu, das hier ist ein First Try, also wenn ich die Runde wirklich jetzt hochlade, war das wieder ein First Try. Ja, ich sage es einfach mal dazu.
Das wievielte Mal ich probiere. Ich hätte auch dazu gesagt, dass es die vierte Runde ist, weil ich die ersten drei mega verschissen habe. Nee, nee, mein Lieber, du darfst dein Gold nicht mit nach Hause nehmen. Ja, ich habe Bow Bash gespielt, ich habe Bow getrainiert. Ja, ja, super cool. Ich nehme das Gold jetzt einfach mal gar nicht so, weil ich es unbedingt brauche, aber anderen soll es natürlich nicht bekommen. Ach, soll ich Rot mal auslöschen? Ich glaube, ich lösche Rot mal aus. Die beiden prügeln sich, die haben noch keinen Weg zur Mitte. Hey, lol, das ist der Einzige, der... Das heißt, noch hat gar keiner Gold. Ich warte noch die nächste Goldladung ab. Und? Sophia fällt. Oh, du bist so dämlich. Oh, du bist so dämlich. So, Gold ist wohl runtergefallen. Auf jeden Fall, wie irgendein Arschloch schießt mich jetzt runter. Nee, erstmal muss ich den abhalten, davon in die Mitte zu kommen. Na, wie kann ich den nicht treffen? So, jetzt. Was? Ist einfach nicht runtergefallen. Noch mehr Gold für mich. Ist kein Problem, aber ich wollte jetzt gerne einen rapen. Das ist die perfekte Zielstellung. Wenn er jetzt auf die Seite kommt, würde ich ihn abschießen. Bam. So, jetzt ist der erstmal weg vom Fenster. Das heißt, ich kann jetzt zu Rot gehen. Und lebt Rot auch nicht mehr. Oh, Rot hat geleftet. Ich baue jetzt einfach das Bett von dem ab, weil ich gerade einfach... Keine Ahnung, ich wollte jetzt mein Bett von dem abbauen. Und ob der jetzt gelieft war oder nicht, ist mir eigentlich völlig egal. Ich hoffe, da geht sich niemand in die Mitte. Auf jeden Fall hole ich mir einfach mal... Ja, den besten Bogen ist schon nötig. So, und wenn das restlichen 4 Gold, die spare ich mir auf... Na, nee, hole ich mir eine Rettungsplattform, das ist auch wichtig. Eine Rettungsplattform ist sehr wichtig. Ah ne, kommt jemand in die Mitte. Den muss ich schnell davon abhalten. Wollten wir zwar gerade noch was kaufen, aber nee. Oh scheiße, ich habe meine Rettungsplattform verbraucht. Mist. Egal, ich gehe jetzt einfach mal zu dem hier. Wobei, der hier, der soll auch kein Gold kriegen. Ja. Oh Mann, der hat es noch in seine Base geschafft. Ich glaube, ich werde erstmal den blauen ausrotten, weil dann habe ich den Zugriff zu den beiden. Okay, er ist selbst runtergefallen. Ach, der hat einen Bogen. Ach, weißt du was? Das spare ich jetzt hier auf eine Enderperle. Oh, ich habe schon eine Enderperle. Wenn ich jetzt daran sterbe, hätte ich mich aufgeregt. Aber ich bin nicht gestorben. Ich hole jetzt einfach noch ein bisschen Gold, bis ich mir eine Enderperle... Beziehungsweise, ich kann mir schon eine Enderperle holen, aber... Hatte aber echt mich ein gut gehittet ein paar Mal. Hatte ich echt zwischendurch Angst, der könnte mich vielleicht... Ich nehme mich jetzt, damit mich der Dings nicht so gut trifft. Wahrscheinlichkeitstrank ist, da ist man halt schneller, ne? Und das ist ein Vorteil, damit die mit dem Bogen dich schlechter treffen. Also nicht treffen. Es ist schwerer für sie, ist dich zu treffen. Ah, hab ich's doch. Ich mache das so. Und mache eine Rettungsplattform so. Und noch eine zweite Enderperle so. Den Rest, den ich mir kaufen wollte, kann ich mir leider nicht kaufen. Weil da schon wieder böse Menschen auf dem Weg zur Mitte sind. Es leben noch 2 außer mir. Gut, dann, das heißt, ich brauche mir keine Enderperlen mehr zu kaufen. Lol, der Orangen ist da einfach hingelaufen. Was ein Assi.
Ich glaube, der hat dann auch jetzt keinen Bogen mehr. Weil ich wollte schon gerne mit einer Enderperle das jetzt machen, statt einfach hinzulaufen, weil die keinen Bogen haben. Den Bogen? Nee. Lol, was ist mit dem? Der ist ja mega stark. Verdammt, jetzt bin ich ausgeschieden, weil ich mit der Hand geboxt habe. Och nö, och nö. Aber egal, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wie gesagt, schreibt in die Kommentare, ob ich solche Runden trotzdem hochladen soll. Ich mache es jetzt einfach trotzdem. Ja, war eine ganz schöne Runde. Vor allem No Bad Army. Ohne Bett ziemlich lange überlebt. Okay. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, ob ich solche Runden hochladen soll. Und abonniert. Weil es Spaß macht. Tschüss.